Das ist Kajsa, Tochter der Leere. Um unter Raubtieren zu überleben, wurde sie selbst eines. Jetzt jagt sie mit einer symbiotischen zweiten Haut von einem Geschöpf der Leere. Bist du Jäger oder Gejagter? Willkommen zum Champion Spotlight mit Kajsa. Schau genau hin und deine Beute zeigt dir, wie du sie töten kannst. Kajsa hat zwei passive Fähigkeiten. Die erste ist kaustische Wunden. Normale Angriffe markieren Gegner mit Plasma und verursachen steigenden zusätzlichen Schaden. Mit genügend Steigerungen explodiert das Plasma und verursacht Schaden abhängig vom fehlenden Leben des Ziels. Verbündete können mit bewegungsunfähig machenden Effekten Plasma erzeugen, es aber nicht aufbrechen lassen. Kajsas zweites Passiv ist lebende Waffe. Die Haut entwickelt ihre Fähigkeiten anhand der Werte weiter, die sie durch Gegenstände und Stufen erhält. Zu diesen Entwicklungen kommen wir gleich noch genauer. Kajsas Q ist Ikazianische Salve, die Geschosse abfeuert und gleichmäßig auf alle nahen Gegner verteilt. Folgetreffer am selben Champion oder Monster verursachen weniger Schaden. Vasallen mit wenig Leben kriegen extra Schaden. Wenn du einen Gegner alleine und aus nächster Nähe erwischst, geht garantiert kein Schuss in die, ins Leere. Vasallen und Monster sind ebenfalls Ziele, dein Opfer sollte also isoliert sein, bevor du die Salve loslässt. Wenn Kajsa über genug zusätzlichen Angriffsschaden verfügt, feuert Ikazianische Salve wesentlich mehr Geschosse ab. Kajsas W feuert leeren Projektile, die den ersten getroffenen Gegner aufdecken, ihm Schaden zufügen und Plasma verpassen. Mit genug Fähigkeitsstärke entwickelt sich leeren Projektile, verursacht mehr Schaden, mehr Plasma und gibt bei Champion-Treffern Abklingzeit zurück. Piesacke einen Gegner aus der Ferne oder spiele Fang das Projektil, wenn er abhaut. Kajsas E ist Superenergie. Kajsa lädt ihre Waffen auf und erhöht kurzzeitig ihr Lauftempo, kann aber nicht angreifen. Sind sie aufgeladen, holt Kajsa die dicken Wummen raus und erhöht ihr Angriffstempo für einige Sekunden. Normale Angriffe verringern die Abklingzeit von Superenergie. Zusätzliches Angriffstempo verringert außerdem die Aufladezeit und verstärkt das hinzugewonnene Lauftempo. Mit genug Angriffstempo entwickelt sich Superenergie und macht sie während des Aufladens unsichtbar. Wo ist Kajsa? Wen juckt's? Während du auflädst, bringst du dich in Sicherheit, dann drehst du flugs um und haust Zack auf die schleimigen Finger. Kajsas Ult ist Killerinstinkt. Zu spät zum Abhauen. Sie springt mit extremer Geschwindigkeit zu einem gegnerischen Champion, der mit Plasma markiert ist und erhält einen Schild. Obwohl sie sich unglaublich schnell bewegt, ist der Ult im Grunde ein Sprung. Gegner mit Adleraugen können ihn unterbrechen. Anders als bei anderen Champions aus der Leere mit ähnlichen mobilen Ults. Kajsa kann sich mit ihrem Ult isolierte Gegner schnappen. Zusammen mit einem Teammitglied in die hintere Reihe stürmen. Oder sich blitzschnell neu positionieren. Killerinstinkt ist vielseitig und verfügt über große Reichweite, aber du musst dir sicher sein. Handle nicht überstürzt. Wenn du einmal drin bist, musst du dich auch wieder rauskämpfen. Kajsas Fähigkeiten und Entwicklungen erlauben es ihr, Kämpfe auf viele Weisen anzugehen. Meine Haut kribbelt. Zeit zu jagen. Du kannst dich auf Superenergie verlassen, die vordere Reihe für Abklingzeitverringerung behaken und mit Killerinstinkt Massenkontrolle und Champions entgehen. Aber lass dein Team nicht links liegen, um 1 gegen 5 zu gehen. 10 Punkte für die leeren Kaiserin. Alternativ dazu kannst du an der Seite auf eine Zielscheibe für leeren Projektile warten und ein isoliertes oder massenkontrolliertes Weichziel ausschalten. Folge Eröffnungsangriffen von Verbündeten, um die letzte Plasmasteigerung zu holen und den Kill zu sichern. KS steht schließlich für Kajsa. Du redest zu viel. Danke, dass du dir das Champion Spotlight mit Kajsa angesehen hast. Folge deinem Killerinstinkt in die Leere und erfahre mehr über ihre tödlichste Tochter.